Also, es geht um den Unterschied zwischen Phonetik und Phonologie. Da steht schon. Erfunden wurde das Ganze oder richtig ausformuliert. Die Ideen sind natürlich schon im Raum im 19. Jahrhundert, dann ausformuliert gegen Ende des 19. Jahrhunderts von einem polnischen Linguisten, Jan Baudouin de Courtenay, wie üblich bei polnischen Adligen, die oft so französische Namen oder französisieren ihren Namen, denken Sie an Frédéric Chopin, war die gleiche Zeit. Also das machte man in der Zeit so in Polen, auch wenn, oder vielleicht gerade weil Polen in der Zeit ja auch nicht selbstständig war, sondern Polen aufgeteilt war und ein großer Teil Polens eben zum Russischen Reich gehörte. Und deshalb zählt Jan Baudouin de Courtenay zum Teil auch als russischer Linguist, weil er vor allen Dingen seine Karriere in Kasan, also weiter im Osten, im Russischen Reich, gemacht hat. Aber er hat auch geforscht über slawische Sprachen, die weit im Westen sind, nämlich über das Slowenische in Italien. Das war und ist in Italien eine Minderheitensprache. Und natürlich gab es gerade im 19. Jahrhundert da auch noch kein verbindliches Alphabet für das Slowenische in Italien, also in Nordostitalien, beziehungsweise das gehörte zum Teil eben noch zu Österreich in der Zeit, hat man, also im 19. Jahrhundert, spricht man Slowenisch, und das hat er näher erforscht, also die westslowenischen Dialekte, die heute in Italien eine Minderheitssprache darstellen. Und bei der Gelegenheit hat er eben auch das praktische Problem mit den Transkriptionen und hat dann entdeckt, dass man eben gewisse Dinge gar nicht schreiben muss. Und dass natürlich genau diese Erkenntnisse über diejenigen Laute, die Bedeutung unterscheiden, auch interessant sind für die Entwicklung einer Orthographie. Sie hatten das Thema Orthographie ja vorhin schon angesprochen. Und natürlich sind das wichtige Erkenntnisse, um dann eben auch eine praktische Orthographie zu entwickeln. Und das haben die Slawisten in der Zeit eben auch versucht, für die Minderheitensprachen eben Orthographien zu entwickeln. Und bei der Gelegenheit hat Baudouin de Courtenay eben entdeckt, dass bestimmte Laute wichtiger sind als andere, nämlich Bedeutung unterscheiden. Und diese bedeutungsunterscheidenden Laute, die hat er dann Phoneme genannt. Phonem, dieses Konzept des Phonems, ist halt das Neue aus dem 19. Jahrhundert, nämlich Laute, die Bedeutung unterscheiden. Und hier das Beispiel, was wir vorhin schon hatten. Kirche, Kirche, das ist also jetzt eine sogenannte Broad Transcription, eine weite Transkription, sagt man im Deutschen auch. Da steht möglichst viel zur Aussprache drin. Und die kann man dann noch ein bisschen exakter machen. Man kann also noch sagen, da ist irgendwie noch so eine Behauchung im Deutschen. K, K, Kirche. Und man kann sogar noch sagen, ich glaube, das habe ich hier noch eingefügt, genau, dass das so ein bisschen, das steht da gar nicht, Moment, dass man da hier nochmal so einen Haken für die Palatalisierung dran macht oder sogar ein anderes Zeichen nimmt, Kirche, das Palatale, da, Kirche, da haben wir jetzt also eine sehr genaue Transkription, und wir noch das R nochmal etwas genauer unter die Lupe genommen, oder das I nochmal etwas genauer, das ist ein kurzes I, genau genommen, Kirche, es wird also immer genauer, dann in weiten Teilen Deutschlands wird das R nicht mehr richtig, das wäre ja hier ein gerolltes R, Kirche, wird das R aber oft nicht mehr richtig artikuliert, sondern ist nur noch so als vokalisches Element vorhanden. Kirche, Kirche,
Amos umgekehrtes A, für zentralisiertes A. Also wir haben jetzt hier eine ganz, ganz genaue Transkription. Oder das andere Beispiel, ich koche Kohl. Ich koche Kohl, da haben wir es auch nochmal ganz genau. Na, also mit 2,5 Akzenten, dieser Akzent, das Akzentzeichen unten zeigt an, dass es eine Nebenbetonung nur ist. Dann haben wir hier die aspirierten Anfangslaute. Na, behauchte K, was wir auch da vorne haben, aber da Palatal, da Vela, Kirche, Koche, Kohl. Genau. Und da haben wir jetzt die Ach- und Ich-Laute, Kirche, nach dem Konsonanten, der jetzt zwar vokalisiert ist, also sogar zu tiefen Vokal vokalisiert ist, geht halt das Ch. Und nach dem offenen Laut, Koche, Ich, Och, unterschiedliche Laut. Dann haben wir im Kocher ein offenes O, in Kohl durch die Längung ein geschlossenes O. Und was ich hier noch gar nicht angezeichnet habe, vor dem I ist natürlich auch noch, zumindest in Norddeutschland, der sogenannte harte Anlaut, das ich koche Kohl. Ja, wenn wir aber uns fragen, was jetzt wirklich Bedeutung unterscheidet, dann können wir an all diesen Stellen sagen, das ist eigentlich irgendein K-Laut. Der wird zwar unterschiedlich artikuliert, noch behaucht und eben vor dem tiefen Vokal etwas velarer ausgesprochen, vor dem hohen Vokal etwas palataler ausgesprochen. Und dann haben wir dann eben nur noch das, was Bedeutung unterscheidet, nämlich in diesem Fall die Phoneme, das sogenannte K-Phonem, was in unterschiedlichen Kontexten hier durch die drei Punkte angezeigt, dann eben auch unterschiedlich ausgesprochen wird. Und das Gleiche gilt für den Ch-Laut, ne? Der wird halt in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich ausgesprochen, aber wir haben jetzt hier einfach mal die sogenannte phonologische Transkription, die halt nur noch die Phoneme aufzeichnet, also Laute, wie sie sich, also wie sie zur Bedeutungsunterscheidung eingesetzt werden. Also Phonem, bedeutungsunterscheidender Laut, das müssen Sie sich einfach merken. Die exakte Definition lautet, das Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. Und hier kann man das ganz schön sehen. Wie gesagt, mit der Orthographie ist man nicht gut beraten. Wir können das in diesem Beispiel nochmal sehen. Hier sind unterschiedliche S-Laute. Die werden unterschiedlich ausgesprochen auf Italienisch. Nessuno, sbrigato, sbrigato. Leider, deutsche Italienisch-Lernende merken das nicht so. Die denken, da steht ja ein S. Also spreche ich ein scharfes, stimmloses S immer aus, mi sono sbrigato, das ist aber falsch, das heißt sbrigato, sbrigato, hier haben wir sbrigato, nochmal die genaue Aussprache, also einmal stimmloser S, dann das stimmhafte S, was sich assimiliert an das B, aber natürlich, dass das stimmhaft ist, ist vorhersehbar, es gibt im Italienischen möglicherweise keine wirklich phonologische Unterscheidung von stimmhaftem, stimmlosen S. Ist unklar. Aber dass das S stimmhaft ist an dieser Stelle, liegt auf jeden Fall daran, dass danach ein stimmhafter Laut kommt. Dann habe ich hier noch ein paar andere Dinge angezeigt, nämlich, dass die Vokale irgendwie immer so halb offen sind. Also mindestens hier die unbetonten Vokale, deshalb ist da immer so ein sogenanntes diakritisches Zeichen darunter, also noch ein Zeichen, was anzeigt, dass die ein bisschen geöffnet sind. Aber das ist natürlich auch sehr genau und das muss man vielleicht nicht so genau anzeigen. Hier mal die phonologische Transkription und das S vor dem B muss halt stimmhaft werden, weil ein B danach folgt. Das heißt, es gibt eine Regel. Jetzt sind wir bei dem Konzept wieder mit der Regel. S wird stimmhaft, also S, hier Z transkribiert. S wird stimmhaftes S vor einem stimmhaften Konsonanten. Und Sie sehen, das ist eine ganz typische Regel. Etwas wird zu etwas anderem.
ist nicht historisch, sondern als Bedingung, wenn danach ein stimmhafter Konsonant steht, muss es halt ein stimmhaftes S sein, vor stimmhaften Konsonanten. Und das wird in der Phonologie immer so dargestellt mit einem Pfeil. Dieser Pfeil wird zwar oft vorgelesen in wird zu, aber das ist keine historische Entwicklung, sondern das ist eine sogenannte Strukturbedingung. Das heißt also, immer wenn ein stimmhafter Konsonant danach steht, ist das S ein S, also ein stimmhaftes S. Oder, ich hatte hier auch, Sie haben gesehen, Brigato mit langem A, das brauche ich auch nicht zu schreiben, weil ein A in einer offenen Silbe gelenkt werden muss, automatisch, wenn es betont ist. Also betonte, offene Silbe, das ist Brigato, also gelenkt. Das heißt, das kann man auch als Regel formulieren, A wird zu lang, A, erkennbar an diesem seltsamen Doppelpunkt, der kein Doppelpunkt ist, sondern ein, sagen wir mal, zwei kleine Dreiecke, das ist das Längenzeichen in der Phonetik, in betonter Silbe, genau genommen in betonter offener Silbe. Ja. Während Vokale leicht abgesenkt werden, leicht offen gesprochen werden im Italienischen in unbetonter Silbe. Ne? Also auch nochmal, Vokal wird zum abgesenkten Vokal in unbetonter Silbe. Ne? Wir haben also alle diese Regeln und dann brauchen wir es nicht mehr jedes Mal aufzuschreiben, weil eben genau vorhersagbar ist, wie die Laute sind. Wir müssen nur noch das aufschreiben, was wir brauchen, um Bedeutung zu unterscheiden. Und es ist halt wichtig für die Bedeutungsunterscheidung, dass an der Stelle irgendwann ein S-Laut vorkommt. Aber wie der genau ausgesprochen wird, ergibt sich aus dem Kontext. Das B macht den S-Laut zu einem stimmhaften S. Ja. Gut, dann gibt es noch einige interessante, ja, seltsame Phänomene. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, Ich-Laut, Ach-Laut hängt vom Laut davor ab. Im Griechischen ist es genau umgekehrt. Das ist der Laut dahinter. Das war wahrscheinlich auch im Deutschen mal anders, denn wir haben noch einen guten Einblick in ältere Stufen des Deutschen durch Dialekte oder durch andere Sprachen. Zum Beispiel hat sich das Jiddische vom Deutschen im Mittelalter abgespalten und da sagt man bis heute ich für ich. Also diese Art der Assimilation hat dann noch nicht stattgefunden. Das ist also eine spätere Entwicklung, die erst nach dem Mittelalter stattgefunden hat. Und im Italienischen, im Griechischen hatte ich Ihnen auch schon gesagt, nach dem Laut danach entscheidet, ob es ich oder ach laut ist. Und solche ähnlichen Dinge sieht man auch in den romanischen Sprachen, nehmen wir mal das Wort für Kommunismus, ist ja gerade aktuell. Italienisch, Spanisch, wie wird es ausgesprochen? Also in der Regel mit stimmhaftem S, also Kommunismo, weil das M dafür sorgt, dass das S stimmhaft wird. Im Spanischen gibt es auch die seltene Variante, dass das nicht passiert. Aber es gibt Sprecher des Spanischen, die sagen tatsächlich Kommunismo. Dann gibt es noch Südspanier und Kubaner, passt eben gerade, die dann Kommunismo sagen, also das S gar nicht mehr aussprechen. Aber wie gesagt, die meisten Spanier und alle Italiener sprechen dieses S stimmhaft aus, weil danach ein M vorkommt. Kommunismo. Gibt es auch im Katalanischen. Kommunisma heißt es da. Kommunisma. Ja, das E am Ende wird so ein bisschen zum A und das S vor dem M wird zu stimmhaften S. Und jetzt haben wir so ein bisschen, bis auf einige Sprecher des Spanischen, haben wir so ein bisschen den Eindruck, dass die romanischen Sprachen immer ein S an den nachfolgenden Konsonanten assimilieren. Das heißt also, die Assimilationsrichtung geht von hinten nach vorne. Das heißt, das M sorgt dafür, dass das S stimmt. Von hinten nach vorne heißt regressiv. Deshalb spricht man davon regressiver Assimilation. Im Gegensatz zu dieser Sache mit dem Ach- und Ich-Laut, dann schaltet der Laut davor, wie der Reibelaut ausgesprochen wird. Das ist dann die progressive Assimilation.
Leider sind die Verhältnisse auch in den romanischen Sprachen nicht so einfach. Also jetzt so als ersten Eindruck haben Sie vielleicht den Eindruck, die romanischen Sprachen machen das regressiv und die germanischen Sprachen machen das progressiv. Da ist auch was dran. Also germanische Sprachen haben eine gewisse Neigung zur progressiven Assimilation und romanische zur regressiven. Allerdings gibt es da auch Ausnahmen. Das Französische, das macht ganz seltsame Dinge. Völlig überraschend. Naja, nicht ganz so völlig überraschend. Französisch, Sie sehen am Namen Französisch, das hat irgendwas mit den Franken zu tun, also mit einer germanischen Sprache, dass die jetzt auch mal progressiv assimilieren, ist noch nicht wirklich überraschend. Aber sie machen es wirklich in unverschämter Weise, möchte man sagen. Also, das französische Wort für Kommunismus, Kommunisme, sorgt dafür, dass das S progressiv das M angreift und das M wird stimmlos. Das wird hier durch diesen Kringel angezeigt. Stimmlos. Aber das ist eben auch eine Regel, die nur auf der Ebene der Phonetik eine Rolle spielt. Also keine Bedeutungsunterscheidung vorliegt. Und diese Aussprache ist spektakulär. Denn ich meine, stimmlose Nasalkonsonanten gibt es eigentlich nicht in den Sprachen der Welt. Außer im Französischen und vielleicht in der einen oder anderen Indianersprache. Also in einer irokesischen Sprache, mit der ich mich mal beschäftigt habe, im Cayuga gibt es auch stimmlose Nasale eventuell. Aber seltsam. Aber Französisch Kommunisme. Kommunisme. Also M, ohne dass sich die Stimmlippen bewegen. Ganz seltsam. So, wir haben bereits gehört, das Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. Und wie kann man nun feststellen, was eine bedeutungsunterscheidende Einheit ist? Naja, indem man versucht, Bedeutung zu unterscheiden. Damit, hier sehen Sie solche Versuche, sogenannte Minimalpaare. Minimalpaare sind Paare von Wörtern, die sich genau in einem Phonem unterscheiden. Ne? Also, wir haben hier alles phonemische Transkriptionen zwischen Schrägstrichen, also immer nur das, was zur Unterscheidung eine Rolle spielt, ist transkribiert. Ne? Koche, loche. Ne? K und L, K vela, L lateral, ne? Ist halt bedeutungsunterscheidend. Oder zwischen loche und lache, loche, lache. Zwei verschiedene Vokale, einmal etwas geschlossen, also in Wirklichkeit ist das natürlich ein offenes O, Loche, Loche, aber wir brauchen das nicht zu unterscheiden, weil der Unterschied zwischen geschlossen und offenem O keine bedeutungsunterscheidende Funktion hat, also kein Phonem ist, aber zwischen Loche und Lache ist eine Bedeutungsunterscheidung da, Loche, Lache. Oder noch hier, ja, andere, Kimme, Komme, also kurze Vokale sind das immer, Kimme, Komme, sehen wir das I und das O so bedeutungsunterscheiden, Koche, Kogge, Koche, Kogge, zwischen dem velaren Frikativ und dem velaren stimmhaften Konsonanten ist nicht Bedeutungsunterscheidung vor. Und was haben wir da noch? Koche, Kochs, Kochs, genau, Koche, Kochs sind auch verschiedene, haben auch verschiedene Bedeutungen. Kochs, Koche, Ess, Kochs. Nur Sie sehen also, da gibt es halt immer diese, also alle die Laute, die hier stehen, sind tatsächlich bedeutungsunterscheidend und damit Phoneme. Ja, und wenn man solche Tests macht, kann man hinterher herausfinden, was es denn nun eigentlich für bedeutungsunterscheidende Laute in der Sprache gibt, wie die Phoneme sind. Das Phoneminventar kann man aufschreiben und da haben wir das Vokaldreieck des Deutschen. Das sind die Vokale des Deutschen, das ist etwas vereinfacht. Weil es diese ganzen Vokale zweimal gibt im Deutschen, in lang und in kurz. Ja? Und natürlich sind das jeweils Phoneme. Die langen sind Phoneme und die kurzen sind Phoneme. Also das ist jetzt hier vereinfacht, weil ich jeden Vokal nur einmal hingeschrieben habe. Aber es gibt den jeweils in lang und in kurz.
Ja, und auch Lang- und Kurzvokale haben jeweils von ihnen Charakter. Ja, also I und E, U, I und U, I und Ü, I und E, Ü und Ö, Ä, Ä und Ä, A und A, U und U, O und O. Wobei natürlich die kürzere Variante immer etwas offener ist als die längere. So, hier nochmal die Definition. Phoneme, kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten. Und aus ihnen setzen sich die sprachlichen Zeichen zusammen. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Die Phoneme selber sind keine sprachlichen Zeichen. Sprachliche Zeichen tragen Bedeutung. Also sprachliche Zeichen sind bedeutungstragend. Hier geht es aber nur um die Bedeutungsunterscheidung. Also bedeutungsunterscheidende Einheiten sind keine Zeichen, in dem Sinne, wie wir es definiert haben für die sprachlichen Zeichen. Es sind bedeutungsunterscheidende Einheiten. Und aus den bedeutungsunterscheidenden Einheiten setzen sich dann die sprachlichen Zeichen zusammen. Wir hatten das letzte Mal schon mal kurz angesprochen mit der sogenannten doppelten Gliederung. Also wenn ich irgendwelche Äußerungen habe, dann habe ich komplexe Zeichen, die ich zerlegen kann in kleinere Zeichen. Und alle Zeichen kann ich wiederum in noch kleinere Einheiten zerlegen, nämlich in bedeutungsunterscheidende Einheiten. Das ist aber dann die andere Ebene. Das ist dann nicht mehr die Ebene der Bedeutung, sondern die Ebene, wie Bedeutung unterschieden wird. Also die phonologische Ebene, manchmal sagt man auch die phonematische Ebene, also die Ebene der Phoneme. Genau. Ja. Und um jetzt noch die ganze Sache ein bisschen weiter zu verwirren mit mehr Termini. Ich hatte gesagt, der Ich-Ach-Laut, das, was eben auch für Ich stehen kann, das Phonem, dieser hintere Reibelaut, ist eben ein Phonem. Und das hat verschiedene Varianten. Eine palatale Variante Ich und eine velare Variante Ch, je nach Kontext im Deutschen. Das sind also Phonemvarianten. Phonem und Phonemvarianten. Die Phonemvarianten werden manchmal auch als Allophone bezeichnet. Allophone. Also Allophon ist eine Variante eines Phonems. Und welches Allophon, also welche Variante eines Phonems ausgewählt werden muss, entscheidet der Kontext. Ja, hier nochmal das Problem. Also wir haben hier Komme. Also manchmal sind die Leute verwirrt, weil sie sagen, da müssen doch zwei M hin. Das sind aber keine zwei M, da ist nur ein M zu hören. Das in der Orthographie, die zwei M zeigen nur an, dass es ein kurzes O ist. Ja. Also Komme. Es ist eine Phonemkette, die eben aus vier Phonemen, einem velaren Expressiv, einem hinteren Vokal, einem Nasalkonsonanten und dann einem Neutralvokal besteht. Also aus vier Phonemen, die bedeutungsunterscheidend sind. Das Ganze ist ein Zeichen und solche Zeichen nennt man jetzt Morphem. Also das Ganze, die ganze Phonemkette, Komme, bildet dann ein Morphem, ein Zeichen. So, ja, jetzt wissen Sie ja, das Präteritum von komme, ich komme, ich kam, was ist das? Ja, das ist eigentlich das gleiche Zeichen, das gleiche Phonem, nur zusätzlich gibt es da noch ein Präteritalzeichen, was anzeigt, dass es sich um Präteritum handelt. Und das Problem, was sich hier stellt, ist, dass das nicht einfach additiv dahinter steht, sondern sich vermischt. Also, dass hier jetzt plötzlich der Komme kam benutzt wird, zeigt, dass also in dieser Phonemkette einmal wieder kommen, also das Verb, kodiert ist und gleichzeitig das Präteritum, was wir hier an der besonderen Form erkennen, also langer Vokal in der Mitte. Und das ist natürlich sehr seltsam. Ne?
gleiches Morphem plus Präteritalzeichen. Und das heißt also, wir haben unterschiedliche Zeichen für kommen, je nachdem, welche Zeitform das ist. Das heißt, es gibt eben auch Varianten dieses Morphems. Die Varianten des Morphems heißen Allomorphe, Morphemvarianten. Und da spricht man von Allomorphie. Also das ist natürlich jetzt sehr verwirrend, weil wir auf der einen Seite Zeichen haben, sogenannte Morpheme, und es gibt Zeichenvarianten, also komme, kam, andere Variante von diesem Zeichen, dann mit einer anderen Bedeutung. Kam ist sozusagen komplexer, weil es eben auch noch Präteritum beinhaltet. Und dann haben wir es mit Morphemvarianten zu tun, und das sind Allomorphe. Also denken Sie daran, Morphem, Zeichen, kleinstes Zeichen, Morphem, es hat Varianten, da spricht man von Allomorphen. Und es gibt aber auch bedeutungsunterscheidende Elemente, das sind keine Zeichen, Phoneme, die haben auch Varianten und die heißen dann Allophon. Phonemvarianten, Allophon. So, und jetzt kommt noch eine Sache, die ich Ihnen erklären möchte, der Vollständigkeit halber, die Sie aber sich nicht merken müssen. Es kommt jetzt etwas für die Leute, die sich so für das weitere Umfeld interessieren. Ich hatte Ihnen ja schon mal gesagt, dass diese Art der doppelten Gliederung, dass wir die nicht nur in den Sprachen finden, sondern an vielen anderen Stellen, wo Bedeutung, Information eine Rolle spielt. Weil man Information sehr gut auf diese Weise transportieren kann, dass wir Zeichen haben, die in kleinere Zeichen zerlegbar sind, dann aber diese kleineren Zeichen auf einer anderen Ebene in bedeutungsunterscheidende Elemente zerlegt werden können. Jemand hatte von Ihnen das letzte Mal gesagt, ja, der genetische Code funktioniert so. Und das ist auch richtig. Ich hatte dann auch noch auf Morsezeichen und anderes verwiesen. Und wir haben immer das gleiche Muster. Wir haben das Phänomen der doppelten Gliederung. Einmal Zeichen, die in kleinere Zeichen zerlegt werden können. Und einmal diese Zeichen, die noch in etwas anderes zergliedert werden können, was nur Bedeutung unterscheidet, selber keine Bedeutung trägt. Und dieses allgemeine Prinzip, das brauchen Sie jetzt nicht zu merken, also nur, dass Sie es vielleicht mal gehört haben, sozusagen für das Studium Generale, dieses Prinzip nennt man das Prinzip der Pläreme und der Zeneme. Die Pläreme ist die Ebene, die den Morphemen entspricht, also die Dinge, die Bedeutung tragen, die kleinsten bedeutungstragenden Elemente, die Zeichen eben, das sind sogenannte Pläreme, das sind also die Abschnitte aus der DNA, Ketten, die möglicherweise Bedeutung haben, wobei das da noch kompliziert ist, weil nicht eine einzelne Kette von Aminosäuren alleine Bedeutung hat, sondern das Zusammenspiel dieser Ketten. Und dann haben wir halt noch bei der DNA die einzelnen Aminosäuren, vier Stück, ja, beziehungsweise hier die Phoneme, also meistens etwas mehr, die halt rein bedeutungsunterscheidende sind, also keine eigene Bedeutung haben. Und die nennt man dann in der allgemeinen Zeichentheorie Zeneme. Also das nur mal nochmal als Hintergrund, dass diese ganze Geschichte nicht sowas abstrus ist, was es nur in Sprachen gibt, sondern Sie finden das immer und überall. Und es ist sicherlich sinnvoll, auf diese Weise vorzugehen, wenn man was encodieren will, dass man auf der einen Seite die Elemente hat, die die Zeichen überhaupt erst herstellen, die Zeneme, bei den Sprachen eben die Phoneme, und dass man dann wiederum Zeichen kombiniert, um komplexere Dinge zum Ausdruck zu bringen, also Pläreme, ja, beziehungsweise in den Sprachen der Welt dann die Morpheme. So, nochmal, was uns jetzt natürlich interessiert, die Sache mit den Phonemvarianten. Da spricht man eben auch von Allophonie. Wir hatten das Beispiel ja schon, das Phonem hat die Varianten Ch und Sch, Allophone. Und es gibt dazu Regeln. Nach dunklem Vokal, nach hellem Vokal oder Konsonanten. Das ist eine phonologische Regel und Sie haben hier diese abstrakte Notation mit dem Pfeil. Wird zu, soll aber heißen,
Es ist so in dem Kontext. Nach dem Schrägstrich wird dann der Kontext angegeben und das wird auch nochmal so ein bisschen formell dargestellt. Das eigentliche Element wird mit einem Strich gekennzeichnet, das man vorher und nachher sehen kann. Und dann wird aufgeschrieben, was davor stehen muss und was danach stehen muss. Also hier haben wir so eine ganz einfache phonologische Regel. Und das Typische für phonologische Regeln ist eben, dass sie, man sagt, kontextsensitiv sind. Kontextsensitiv, das heißt, es gibt immer einen Kontext. Was Bedingung ist, hängt von einem Kontext. Und deshalb kontextsensitiv, also nach hellem Vokal und Konsonanten, nach dunklem Vokal. Die Klammern, die ich da gemacht habe, lässt man dann meistens weg, weil man weiß, vor dem Pfeil steht immer das Phonem und nach dem Pfeil die jeweilige Variante, das Allophon. Deshalb braucht man sich die Klammern nicht dorthin zu schreiben. Genau genommen müsste man, wenn man das oben richtig schreibt, auf der linken Seite diese Schrägstriche machen und auf der rechten Seite müsste man innerhalb der Schrägstriche, das Ganze ist ja das Phonem, die beiden Varianten vielleicht nochmal einklammern. Aber vor lauter Klammern sieht man da nichts mehr. Also Klammern, in eckigen Klammern, jede einzelne Variante, das ist dann ein bisschen unübersichtlich. So, ja, und wie gesagt, das alles ist am Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt worden. Ich habe ihn schon einen russischen Linguisten genannt, der ethnisch Pole ist und vom Namen her Französisch klingt, Baudouin de Courtenay. Es gibt aber noch einen, ebenfalls ein Russe, jetzt mit richtig russischem Namen, den man aber hier in einer besonderen Weise dann auf Deutsch schreibt, weil er seine Karriere zum Teil in Wien gemacht hat, Nikolai Trubezkoi, der ebenfalls sich Gedanken über diese Sachen mit den Varianten gemacht hat. Was ihn interessiert hat, war jetzt besonders auch etwas, was Sie vom Deutschen her kennen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, nämlich der Unterschied zwischen Rat und Rat, die gleich ausgesprochen werden, obwohl, aber es sind Pluralsätze, ist der Plural von dem obigen Wort Räder, ja, da haben Sie irgendwie ein D, und unten, ja, Die Räte, da haben sie ein T. Die Aussprache ist aber im Singular immer Rat. Irgendwie ist da was anderes. Liegt da was anderes vor. An der Orthographie kann man sehen. Ja. Was Trubezkoi dann formuliert hat, was aber auch den Leuten schon vorher klar war, am Ende eines Wortes kann ich nur stimmlose Explosive benutzen. Das Problem heißt nämlich Auslautverhärtung. Im Deutschen wird der Auslaut verhärtet oder stimmlos. Man spricht da von Desonorisierung. Das betrifft insbesondere die Explosive. Es betrifft die Explosive deshalb so deutlich, weil wir da auch in der Orthographie Unterschiede machen. Das ist uns sehr bewusst aufgrund der Orthographie. Ich hatte schon mal das Beispiel gebracht mit hoch. Da merkt man es nicht so, weil man der Orthographie es anpasst. Hoch, hoch. Bei den Frikativen wird tatsächlich auch orthografisch was angepasst. Aber das System ist genau das gleiche. Zum Grunde liegt hier Ho, wie wir sehen, wenn wir das verlängern, hohe Berge. Und es findet auch Auslautverhärtung statt. Genauso bei den Frikativen. Nur bei den Frikativen, da schreibt man dann die Auslautverhärtung auch hin. Anderes schönes deutsches Wort. Doof. Doof. F hinten, eigentlich müsste man, ich denke, die nächste Rechtschreibreform ist dringend, müsste man das so schreiben, denn wir wissen alle, so. Denn wir wissen alle, ne, im Hochdeutschen, das Adjektiv sind die doofen Menschen, nicht die doofen Menschen, die doofen Menschen. Also auch hier aufpassen.
Aber irgendwie hat man, sagt man, gut, bei den Frikativen schreiben wir das, die Auslandsverhärtung hin. Und bei den Extensiven schreiben wir die Auslandsverhärtung nicht hin. Aber natürlich sprechen wir das. Also Auslautverhärtung, allgemein der Auslaut ist nach Möglichkeit immer stimmlos, außer bei Nasalkonsonanten, die nicht stimmlos sein können. Klar. Und Trubetskoy hat nun die Idee gehabt, gesagt, naja, irgendwie müssen wir das notieren da mit der Auslautverhärtung. Irgendwie kann man am Wortende ja nicht so viel Bedeutungsunterscheidung machen wie anderswo. In der Orthographie kann man das machen, aber es ist halt abstrakt. In der eigentlichen Aussprache macht man das nicht. Da macht man eben keine Bedeutungsunterscheidung mehr. Und da hat er das Konzept des Archiphonems erfunden. Das Archiphonem hat er dann immer in Großbuchstaben geschrieben. Also das soll anzeigen, am Wortende gibt es keine Opposition zwischen stimmhaft und stimmlos. Man hat keine Auswahl. Es muss immer stimmlos sein. Um das kennzuzeichnen, hat er dann, das zu kennzeichnen, hat er da eben einfach einen Großbuchstaben hingeschrieben. Also es kann immer nur etwas Stimmloses im Auslaut stehen. Oder um es nochmal auszuformulieren, am Wortende ist die Opposition stimmhaft gegen stimmlos aufgehoben oder neutralisiert. Diese Unterscheidung zwischen stimmhaft und stimmlos existiert nicht mehr, sie ist neutralisiert am Wortende und deshalb spricht man von einem Archiphonem. Ja, klar, die Definition des Archiphonems. Sie scheinen da noch Fragen zu haben. Keine? Gut, also, Archiphonem ist also ein Phonem, bei dem gewisse Merkmale neutralisiert worden sind. Das haben wir vorhin schon mal gesehen bei Sbrigato. Das Merkmal der Stimmhaftigkeit bei dem S, vor allem stimmhaften Konsonanten, ist auch neutralisiert. Es muss immer stimmhaft sein. Auch da eben ein Archiphonem, das man jetzt mit einem Großbuchstaben schreiben könnte. Moment, da ist es, mit Großbuchstaben. Sbrigato, es muss vorne immer stimmhaft sein. Es handelt sich eben auch da um ein Archiphonem, die Opposition der Stimmhaftigkeit ist aufgehoben, neutralisiert vor einem stimmhaften Konsonanten. Gut, also soweit das, was sich Trubetskoy überlegt hat. Und jetzt schauen wir noch, gehen wir noch einen Schritt weiter. Also jemand, der nur minimal jünger ist als Trubetskoy oder Roman Jakobson, ebenfalls ein Russe. Ebenfalls wie Trubetskoy geflohen vor der Oktober oder im Zuge der Oktoberrevolution oder kurz danach. Und dann im Westen, hat dann im Westen Karriere gemacht, also auch in zunächst in Österreich und dann Roman Jakobson insbesondere dann in den USA. Ja, und er hat sich nun mehr mit der Orthographie nicht beschäftigt, aber immerhin hat er gesehen, also orthografisch wird da ja was unterschieden und vielleicht ist es gar nicht so dumm. Ne? Also seine Idee war eben zu sagen, das T in Rad ist beim Fahrrad, bei Räder, wenn der Plural Räder ist, zugrunde liegend offenbar ein D. Also ungefähr das, was die Lehrerin sagt, wenn sie sagt, hört ihr denn bei Rad das D nicht? Nein, das hört man nicht, aber wenn man Räder sagt, dann hört man das. Und also zugrunde liegend ist da ein D, was ja auch die Idee der Orthographie ist. Und er hat jetzt nun gesagt, lasst uns doch das hinschreiben, was zugrunde liegt. Und um eben anzuzeigen, dass das jetzt kein D mehr ist, schreibt er diese abstrakten Elemente auch in Großbuchstaben. Das nennt sich jetzt Morphophonem. Beim Archiphonem vorhin wird eben das hingeschrieben, was man hört und nur angezeigt, dass die Opposition aufgehoben wird. Hier wird auch angezeigt, die Opposition wird aufgehoben, aber es wird das hingeschrieben, was jeweils zugrunde liegt. Und dann eben, wenn das abweicht von dem, was da zu sehen, was da zu hören ist,
dann nimmt man halt so einen Großbuchstaben. Sagt Morphophonem, abstraktes, zugrunde liegendes Phonem. Müssen wir unten nicht machen, weil das eben nicht nur abstrakt ist, sondern tatsächlich zugrunde auch ein T liegt. Und oben liegt zugrunde ein D. Dieses T wird aber als T ausgesprochen. Also ein bisschen implizit schon diese Regel. Ne? T, ein D wird zu T, steckt da drin. Ne? Oder aber, wenn wir jetzt das andere Beispiel nehmen, das ist Brigato, und wir schreiben einfach in die Morphemkette das hin, was zugrunde liegt, nämlich ein stimmloses S, was stimmhaft wird, ne? Dadurch, dass eben danach ein stimmhafter Konsonant steht. Also zugrunde liegend ist hier eigentlich ein S. Ne? Das S entsteht etymologisch aus ex, das ist dann irgendwie ex brigare auf Lateinisch, gut, das gibt es nicht auf Lateinisch, aber man weiß, das S steht für das lateinische Präfix ex, aber das S wird eben manchmal stimmhaft ausgesprochen, wenn danach ein stimmhafter Konsonant steht und dann nutzt man diese Morphophonem-Notation. So, ja, dann ist die Zeit weiter vergangen. Roman Jakobson hat dann weiter Karriere gemacht und hat dann auch Schüler gehabt und die sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, da immer so Großbuchstaben hinzuschreiben. Das ist vielleicht gar nicht nötig. Wir müssen einfach in unserem Modell eine Ebene für das ganz Abstrakte einführen. So wie das die Orthographie auch macht, die hier was Abstraktes hinschreibt. Also wir führen einfach noch eine abstrakte Ebene in die Phonologie ein, die wir dann eben auch vielleicht die morphophonematische Ebene oder morphophonologische Ebene nennen. Gut, morphophonologisch, das ist zweimal pho, klingt nicht gut, also sagen wir morphonologisch, geht dann schneller. Und ja, es gibt einfach noch eine Ebene der abstrakten Elemente, so wie sie möglicherweise im Gehirn gespeichert sind. Denn irgendwie haben wir auch das Gefühl, mag sein, dass das durch die Rechtschreibung kommt, zu wissen, das ist eigentlich Rad mit D, nur wir sprechen das T aus. Und da hat man jetzt eine neue Art der Klammerung, nämlich man hat dann, macht dann so einen Doppelstrich, so ein Doppelkreuz davor und dann dahinter. Rad, Rad, zwei zugrunde liegende Formen, die an der Oberfläche dann jeweils als T realisiert werden können. Also das T in Rad, Plural Räder, ist zugrunde liegend eigentlich ein D. Ja. Und das zugrunde liegende wird in diese Doppelkreuze geschrieben. Das geht dann eben noch weiter. Als eigentliche lexikalische Morphem, das, was wir also in unserem mentalen Wörterbuch haben, also in unserem Kopf, ist das schon gespeichert mit D, denn wir wissen, der Plural ist Räder. Also in unserem Kopf wissen wir das, was auch die Orthographie anzeigt. So ist man vielleicht auf die Orthographie gekommen. Da ist irgendwie ein D eigentlich, denn der Plural ist Räder. Also man nimmt jetzt ein sogenanntes zugrunde liegendes Morphem an, lexikalisches zugrunde liegendes Morphem. Manche nennen das auch Lexem oder manche, insbesondere Romanisten, nennen das manchmal auch Monem, etwas ungewöhnliches Wort, müssen Sie sich vielleicht nicht merken. Lexem dann schon eher. Na, das ist der Lexikon-Eintrag und der ist so abstrakt. Ja, und dann kommt die phonologische Regel dazu. Ne? Wenn da BDG steht und am Wortende eben, Wortende wird dann dargestellt abstrakt mit so zwei Doppelkreuzen, dann wird das BDG eben zu PTK. Ja, das ist dann die phonologische Regel dazu. Das kann man noch ein bisschen abstrakter darstellen natürlich. Ne? BDG, Sie sehen schon, das sind alles Explosive. PTK sind auch Explosive. Aber PTK sind stimmlos. Im Gegensatz zu BDG. Das heißt, BDG verlieren ihre Stimmhaftigkeit. Das wird dann ein bisschen abstrakter dargestellt, indem man sagt, die phonologische Regel lautet, BDG wird zu minus stimmhaft und ja, vor Wortende. Oder genauso wissen Sie natürlich,
Das gilt nicht nur für BDG, wir haben es vorhin schon angesprochen. Das gilt auch für Frikative, insbesondere für S und F. Also die Geschichte mit Ho und Hoch ist nochmal ganz was Besonderes. Aber Doof haben wir vorhin gesehen. Und das gleiche bei Z natürlich auch. Gras, stimmlos, Gräser, stimmhaft. Wir wissen also, beim Gras nicht S zugrunde. Oder hier das andere Beispiel. Rasen, Ras, ne? Ras nicht so, Ras nicht so, Rasen, ne? Da ist dann auch ein S, was daraus wird. Und das heißt, wir können sagen, B, D, G, S, W, meistens als W orthografisch geschrieben, das sind jetzt hier die phonetischen Zeichen, B, D, G, S, W, ne? Die werden minusstimmhaft verworten. Oder wir können es noch weiter verallgemeinern. Alle stimmhaften Laute werden stimmlos vor Wortende. Und dann haben wir das so dargestellt, also sehr abstrakt. Etwas, was das Merkmal plus stimmhaft hat, verliert das Merkmal plus stimmhaft, wird zum Minus stimmhaft vor Wortende. Beziehungsweise, wenn es noch abstrakter machen, wir können sagen, alle Konsonanten, abgezogen für Konsonanten, abgezogen für Konsonanten, großes C. Alle Konsonanten müssen stimmlos sein vor Wortende. Es sei denn, es handelt sich um Konsonanten, die nie stimmlos sein können, die immer stimmhaft sein müssen. Ne? Nämlich Nasalkonsonanten. Da gibt es nur im Französischen diese Geschichte mit Kommunismus. Das ist aber eine Ausnahme. In übrigen Sprachen der Welt sind Nasalkonsonanten immer stimmhaft und die können dann auch nicht stimmlos sein. Ja, das gilt insbesondere für Approximanten. Halbvokale, L ist in der Regel nicht stimmlos, außer im Walisischen, gut, gibt es immer wieder Ausnahmen. Ja. Und Laute, die nicht stimmhaft werden können, werden Sonanten oder Resonanten genannt. Das neuere Wort ist Sonant. Das ältere Wort Resonant, man findet in der Literatur noch beides. Also Sonanten oder Resonanten sind Laute, die immer stimmhaft sein müssen. Die bleiben halt stimmhaft. Und ansonsten, wenn es Laute gibt, die stimmhaft und stimmlos sein können, müssen sie im Auslaut, also vor der Wortgrenze, immer stimmlos sein. Ja. Mit anderen Worten, wir könnten auch ein Merkmal nehmen, was die Resonanten zusammenfasst und das Merkmal nennt sich sonorant oder sonant, sonorant, sonant, sonant können Sie schon sehen, wie resonant oder sonant oder sonorant, sonor ist eigentlich stimmhaft, das englische Wort für stimmhaft, das stimmhafte Laute ist sonorant, daher liegt das sonorant. Das gilt nur für Laute, die stimmhaft und stimmlos sein können, also Laute, für die nicht gilt, dass sie Sonanten sind, also minus Sonant oder Sonorant. Und damit haben wir dann eine ganz abstrakte Regel. Also alle Laute, für die das Merkmal Sonant oder Sonorant gilt, und heißen Laute, die nicht stimmhaft und stimmlos sein können, Laute, die stimmhaft und stimmlos sein können, also die stimmhaft und nicht stimmhaft sein kann. Die müssen nicht stimmhaft sein vor der Wortgrenze. Genau. Ja, und das ist eine sogenannte Morphem-Strukturbedingung des Deutschen. Also es gilt fürs Deutsche. Und das Ganze gilt zum Beispiel nicht im Englischen. Das Englische hat diese Regel nicht. Das heißt also, im Englischen wird tatsächlich dann sowas gesagt wie Beispiel and mit stimmhaften D am Ende. Das könnten wir auf Deutsch nicht sagen. Und deshalb fällt es Deutschen auch schwer, auf die Auslautverhärtung zu verzichten. Und das Englische ist da in der Tat eine seltsame Ausnahme. Die Sprachen der Welt neigen sehr stark zur Auslautverhärtung. Also Auslautverhärtung ist ein Phänomen, was viele Sprachen betrifft. Es gibt Sprachen, die allmählich ausgestiegen sind aus der Auslautverhärtung. Das Französische ist eine solche Sprache.
ausgestiegen ist aus der Auslandverhärtung. Wir haben im Altfranzösischen noch solche Phänomene. Wie hat das Französische das geschafft, da auszusteigen? Naja, das Französische hat dann immer irgendwie Vokale angehängt. Und diese Vokale sind dann später wieder verschwunden, sogenannte Schwartilgung. Und so konnte man mit der Auslandverhärtung dann umgehen. Das Italienische hat das so ähnlich gemacht. Das Italienische hat einfach auch dafür gesorgt, dass immer irgendwelche Vokale am Wortende stehen, sodass man nicht in die Situation der Auslandverhärtung kommt. Da geht man also davon aus, dass das Italienische heute keine Auslandverhärtung hat. Aber irgendwie haben die Italienischsprecher das doch. Die Italienischsprecher, die Deutsch lernen, die haben kein Problem mit der Auslandverhärtung. Die machen das automatisch. Also das ist tatsächlich auffällig. Das ist halt offenbar, nur weil es die Kontexte im Italienischen nicht gibt, es da nicht zur Auslandverhärtung kommt. So, andere Morphemstrukturbedingungen, wir hatten schon gesehen, dass die romanischen Sprachen da so seltsame Sachen haben, nämlich ein Laut, ein Konsonant vor einem anderen Konsonanten passt sich in der Stimmhaftigkeit an. Wir haben das gesehen, sbrigato, das S wird stimmhaft, wenn der nächste Laut stimmhaft ist. Genauso würde ein S stimmlos, wenn der nächste Laut stimmlos ist. Also sposato, verheiratet, da ist das S natürlich stimmlos. Das heißt also, Laute, deren Stimmhaftigkeit wechseln kann, also minus sonorante Laute, passen sich in der Stimmhaftigkeit an den nächsten Laut an. Das ist diese regressive Stimmhaftigkeitsassimilation. Da steht jetzt, das soll ein Alpha sein, also Alpha stimmhaft. Alpha ist eine Variable für Plus und Minus. Also die Laute passen sich in der Stimmhaftigkeit an den nächsten Laut an. Und das ist eben die Morphemstrukturbedingung der romanischen Sprachen, außer Französisch und im Spanischen, habe ich schon gesagt, es ist fakultativ. Wobei im Spanischen, eben in manchen Dialekten im Spanischen, ein S vor einem anderen Konsonanten dann auch Tendenz hat zu verschwinden und man überhaupt sehr ungern verschiedene Konsonanten aufeinandertreffen lässt. Ja, was Sie hier schon sehen, ist ein weiterer interessanter Aspekt, der jetzt über das, was Trubetskoy und Jakobson gemacht haben, noch hinausgeht. Man versucht also irgendwo in der Phonologie nicht mehr mit Lauten zu arbeiten, sondern mit Merkmalen von Lauten, und das sind Merkmale von Lauten, und dann doch sehr abstrakt zu werden. Das führt dann so weit, dass man heute in der Phonologie davon ausgeht, das heißt heute, also seit den 60er, 70er Jahren davon ausgeht, dass die Phoneme eigentlich keinen eigenen Status haben, sondern nur die Summe von Merkmalen darstellen. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil es Dinge plausibler macht. Wir haben das vorhin hier gesehen. Der Unterschied zwischen den verschiedenen, zwischen dem Achlaut und dem Nichtlaut, das ist halt nicht ein ganzer Laut, sondern nur die genaue Artikulation des Lauts, ob sie eher palatal ist oder eher velar. Eher palatal, eher velar. Das heißt also, die Bedeutungsunterscheidung liegt gar nicht so sehr in dem ganzen Laut, sondern in Merkmalen von Lauten. Das hat man also mit der Zeit entdeckt. Und deshalb ist man eben dazu übergegangen, Laute in Merkmale zu zerlegen und dann eben nur noch mit den Merkmalen zu arbeiten. Also auf einer sehr abstrakten Ebene. Und das macht eben viele Sachen viel plausibler. Die Auslandsverhärtung, da geht es halt nur um die Stimmhaftigkeit. Und nicht um andere Dinge oder andere Assimilationen. Das sind eben oft Stimmhaftigkeitsassimilationen oder auch Längenassimilationen. Diejenigen von Ihnen, die Französisch können, wissen, dass in einer betonten Silbe vor einem stimmhaften Konsonanten der Vokal gelängt wird, beziehungsweise in einer offenen Silbe der Vokal auch immer gern gelängt wird. Und beim Italienischen haben wir es gesehen. Im Spanischen gilt das auch. Offen betonte Silben werden, da kommt es zu einer automatischen Vokallängung. Also auch hier Merkmale. Dass die Silbe offen ist, dass Betonung vorliegt, das spielt eine Rolle. Nicht wirklich die Laute, sondern etwas Abstrakteres.
Und das ist eigentlich, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis der modernen Phonologie, dass man halt mit Merkmalen operieren muss, um die Dinge plausibel zu machen. Es hat natürlich den Nachteil für uns, dass die Phonologie inzwischen sehr abstrakt ist. Da geht es gar nicht mehr um Laute, sondern nur noch um Merkmale. Nur noch die Merkmale dienen letztlich auch zur Bedeutungsunterscheidung. Und man macht die Beschreibung nur noch auf Ebene der Merkmale. Und das ist natürlich wirklich sehr abstrakt und führt dann eben auch dazu, dass viele Leute sagen, ach, das mit der Phonologie, das will ich nicht machen, das ist mir zu kompliziert. Dabei ist es letztlich gar nicht kompliziert, denn die Phänomene, die dort eintreten, sind relativ einfach. Es geht immer um Assimilationen und ja, spielt mal die Stimmhaftigkeit eine Rolle, dann die Länge spielt vielleicht eine Rolle oder auch Anpassung, was halt Palatalität angeht, Merkmal palatal, vorhanden, nicht vorhanden und solche Sachen. Also das ist dann doch letztlich gar nicht so schlimm. Das sieht so ein bisschen aus wie Mathematik, aber es ist meistens doch sehr lebensnah. Gut, ich will Sie aber da jetzt nicht noch weiter mit konfrontieren. Das ist dann doch etwas, was man dann in weitergehenden Veranstaltungen bearbeiten muss. Ich wollte Ihnen nur diese Konzepte der Phoneme und der Merkmale von Phonemen und Lauten hier vorstellen und das, denke ich, reicht als erster Einstieg.